Was ist jetzt hier mit Uri? Ja, ihr. Ja, in der Regel. Gut. So, endlich mal unser Q&A. Seit langem haben wir es geplant und haben es nie durchgeführt. Wir haben es jetzt kurz vor Weihnachten, das Jahr ist fast rum. Und eigentlich war das zum 5000 Abo Spezial so geplant, ja, dass wir da ein Q&A machen oder einen Livestream. Stimmt, da hatten wir eine Umfrage gemacht bei Insta. Genau, genau. Die Großzahl der Leute wollten halt, dass wir ein Q&A machen. Haben wir dann natürlich auch eine Frage auf YouTube gestellt. Sage und schweige. 5 Leute haben kommentiert. Davon waren 2 Fragen und der Rest war etwas anderes. Super, aber da war auf die Insta-Community ein bisschen mehr Verlass. Ja, die haben da alle ein paar schöne Fragen gestellt und darum sitzen wir jetzt hier und jetzt beantworten wir endlich mal die Fragen, damit ihr das auch noch dieses Jahr alles sehen könnt. Ja, so, und ich hätte gesagt, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, wir machen das jetzt hier ganz frei raus. Raus, so wie es kommt. Die erste Frage ist, wie lange bist du und Annie zusammen und neue Technik im Planung? Also wir sind jetzt schon 4 Jahre zusammen, am 9. Dezember waren es 4 Jahre. Genau, eigentlich schon ein bisschen mehr als 4 Jahre jetzt, ja. Ja, jetzt, wir sind jetzt schon am 23. Genau, genau, morgen ist Weihnachten, morgen gibt es schöne Essen und Geschenke, oder? Ja, das Essen ist natürlich immer schöner. Ja, sehr klar. Ja, so, ja. Und neue Technik im Plan. Neue Technik, ja, ist relativ. Eigentlich ist immer was in Planung. Jedes Jahr muss irgendwie irgendwas angeschafft werden, was das andere ablöst. Je nachdem, wir arbeiten ja noch ein bisschen mit älterer Technik und da fällt es öfter mal was an. Also somit ist jedes Jahr irgendwo offen für neue Anschaffen. Ja, ja, und dann gehen wir gleich weiter. Was für Trecker habt ihr? Was für Trecker? Ja. Eigentlich, ja, jetzt kommt das große. Eigentlich 4 Stück war ein Klaas. Axos 330, den gibt's aber nicht mehr, der ist verkauft. Ja. Da kommen wir dann nachher noch drauf, eventuell. Ja. Dann haben wir einen John Deere 6630, ein 6195R John Deere, ne? Einen Russen, Belarus. Und ja, das war's an Trecker. Ja, also mein Opa, der hat noch einen Farmlos stehen. Ja. Der kam zum Treckertreffen dann immer mal raus. Oder so mal, ja. Aber mit dem arbeiten wir nicht mehr. Weil dann kann ich nicht ohne Holzleiste an der Wirbelsäule bauen, weil dann ist nämlich Feierabend mit dem Rücken. Also mussten damals alle ran. Alle. Alle. Ja. So, was für Tiere habt ihr? Ja, also in unseren Videos seht ihr eigentlich schon, was wir so für Tiere haben. Also auf jeden Fall Kühe, die seht ihr eigentlich am meisten. Rinder um die 120, ne? Mhm. Pferde, dadurch das Ja, das ist mein Papa. Dadurch, dass Tim, dein Papa, ja Pferdehändler ist, stehen ja hier auch immer Pferde auf dem Hof. Genau, und schon immer. Also, mein Vater ist wahrscheinlich in der Heukrippe geboren, ja. Ihr habt schon immer Pferde und ja, damals zum Anspannen, zum Arbeiten. Und bevor das erste Auto kam, war das erste Pferd auf dem Hof. So lautet mein Opa immer. Ne? Ja, genau, dann die Hühner. Im letzten Video habt ihr sie ja gesehen. Haben wir ja einen Stall ausgemistet. Die netten Hühner, die kommen wahrscheinlich in den Frikassee. Also. Nein, also bisher ist ja noch kein Huhn in den Frikassee gekommen. Die sind fleißig am Eierlegen, außer der Hahn natürlich. Der legt in der Regel eigentlich keine Eier. In der Regel. In der Regel. Ja, in der Regel. Gut. Guti. So, ja. Ja. Was haben wir noch für Tiere? Bettwanzen, Mäuse, Gänse, Enten, hast du alles schön gesagt? Gänse, Enten habe ich nicht gesagt. Die ja. Haben wir ja auch nicht immer. Na, die sind. Ja. Also. Ja, saisonmäßig hört sich auch blöde an. Ja, wir holen sie halt als Küken, je nachdem. Und dann wachsen die bei uns auf. Und naja, dann in alle Tiere in dem Bereich, also was Wassergeflügel angeht, in der Pfanne. Aber sie haben bis dato ein sehr schönes Leben. Genau. Ja, nächste Frage. Was ist jetzt hier mit Uri? Ja, hier ist kein Uri. Ich sitze wohl auf dem Trocknen. Meine Freundin hat sich eine Idee gemacht. Ich kann jetzt hier ein bisschen aus der Kerze nuckeln und das war's.
ich habe somit gar nicht drängt. Ein Uri wäre jetzt sehr schmackhaft, köstlich, könnte man trinken. Da ist immer so viel Kohlensäure drin. Das Bier natürlich, wa? Bier hat immer Kohlensäure. So ein Quatsch, was ich jetzt erzähle. Also auf jeden Fall, ja, bring es mir ran, denn können wir den Gurken fliegen lassen, den Kronkorken, und jetzt los. Nächste Frage. Wie viel Honig habt ihr geerntet? Der hat es eigentlich nicht mal ins Glas geschafft, dadurch, dass das ja mehr oder weniger Ableger waren und das Volk noch ja, relativ klein ist. Es war zwar schon ein Wirtschaftsvolk, aber wir haben weder Honigschleuder oder den, sag ich mal, den ganzen Aufwand, den man da betreiben muss, um letztlich richtig schön den Honig ins Glas lagern zu können. Man kann, gibt es mehrere Vorrichtungen, zum Beispiel so eine Ware reinhängen, einmal so abmachen, die ganzen Waren also öffnen, meist ja, kann man mit einer Entdeckungsgabel machen oder mit einem schönen langen Messer, und dann kann man das auch ausdrücken lassen. Dann kann man das ja hoch ins Glas einfangen, haben wir aber nicht gemacht, weil ach, war jetzt zu wenig, und das Futter, der Honig, der drinnen geblieben ist, der dient dann auch noch ein bisschen im Vorlauf als Fütterung, ja, da muss man nicht gleich zufüttern. So habe ich das gemacht. Das ist jetzt nicht die typische Art und Weise oder die Regel, wie man das macht, aber so ist, bin ich da mit den Bienen verblieben. Ja, habt ihr. Ja, wir haben uns was ausgemacht, haben gesagt, alles schick soweit, guten Weihnachten, frohen Rutsch, ne? Andersrum, frohe Weihnachten und guten Rutsch. Und am besten, ich trinke erstmal einen Uri, damit wir alle ein bisschen klarer werden hier. So, wirklich die meistgestellteste Frage ist, wie viel Hektar bewirtschaftet ihr? Wie viel Hektar? Hektar. Ja, 280 circa. Ja, davon Grünland, Ackerland. Gutes Verhältnis eigentlich. Mehr Acker als Grünland mittlerweile. Haben wir auch gleich schon mal im ersten Q&A gesagt. Ja. Also wer da Bedarf hat, ja, um weitere Fragen, der kann da mal reinschalten und da hört er so einiges. Ja. So, auch eine interessante Frage, die auch öfter gestellt wurde. Ihr hattet mal erwähnt, dass ihr ausbilden dürft. Steht sowas mittlerweile auf dem Plan? Ja, ausschließen kann man sowas nie, aber jetzt die nächste Zeit, nächste auf jeden Fall nicht. Und jetzt vor allem in der Situation ist es nichts planbar, alles ein bisschen steht da eine Sterne, und wirtschaftliche Sehen muss man da auch noch gut dastehen und auch wegkommen. Und das soll natürlich dann auch für einen Lehrling alles super angenehm sein, oder zum Beispiel auszubilden. Ja. Ist ja heutzutage nicht mehr der Lehrling. Aber nee, jetzt erstmal nicht. Was werden die nächsten Neuanschaffungen? Ah ja, gute Frage. Also wir brauchen immer Diesel, wir brauchen immer Öl, wir brauchen immer Elefantenklopapier, das gute blaue Putzpapier, weil das läuft da immer so viel verbraucht von. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich sind es wir. Wenn wir immer ein paar Dreck gefunden haben, dann gehen wir da hin und ruppen gleich mal ein schönes Stück ab, und so wird die Rolle Eumann leerer. So, jetzt zum eigentlichen Haupt. Ja, was die Leute wahrscheinlich ja, eigentlich genau wissen wollen. Na klar. Ein neuer Trecker, der wird kommen. Aber was es für einer wird, das verraten wir jetzt noch nicht. Das erfahrt ihr alles noch früh genug. Da müsst ihr euch jetzt noch ein bisschen gedulden. Ihr seht es ja dann eh. Ja? Aber so ein bisschen mal so auf der Folter, so auf der Spannungsschiene kann man das schon mal ein bisschen gehen. Wa? Das wär's damit. Anschaffung mäßig. Also Anbaugeräte haben wir alle, ist jetzt kein Bedarf. Außer es fliegt was auseinander, dann muss natürlich immer noch Ersatz ran. Aber wenn was auseinander fliegt, dann kann man sich meist nichts Neues anschaffen. Dann muss was Gutes Gebrauchtes erhalten oder halt nur gebraucht. Das kommt auf die Situation drauf an und auf den Geldbeutel. Ja? Wollt ihr irgendwann mal Kinder haben? Ja, also weit in die Zukunft geguckt, bestimmt. Ich meine, es hat noch Zeit. Ich bin ja gerade mal 20. Erstmal die Lehre fertig machen, ein bisschen Geld verdienen, heiraten. Genau. Wo ist mein Plan? Alles nach Vorschrift, alles nach Norm, alles genau. Picobello. Ja. Und letztlich sind alle besoffen. Gut. Aber ist wahrscheinlich von jedem so der Traum, irgendwann mal eine kleine Familie zu haben. Genau, genau. Aber das hat noch. Und solche Sachen sind ja immer, kann man planen, sollte man auch planen, aber alles richtig bis aufs Letzte. Kann man auch nicht. Nee, genau, da ist Leben in der Lage. Ja. Ja. Man sollte ein festes Grundeinkommen haben und auch schon im Leben stehen, dass man dem Kind auch was bieten kann. Genau. Und das ein gutes, sicheres Gefühl, dass man dann auch wirklich ein Kind will. Ja.
Genau. Na, das ist ja, denke ich, das Wichtigste. Aber wir wollen ja eigentlich unsere Landwirtschaftsfragen hier weiter beantworten und eigentlich nicht hier in unsere Familienzukunftsplanung weiter gucken. Darum. Genau, deswegen machen wir gleich mal weiter mit schon mal über Bio nachgedacht. Über Bio an? Ja, na, sicher. Immer. Jedes Mal, jeden Tag. Eigentlich grundsätzlich denkt man da immer dran. Man versucht ja doch irgendwo sich über Wasser aufzuhalten. Da muss man ganz ehrlich so sagen. Marchpreise und alles, die ganze Lage ist nicht gerade toll. Dünger übertrieben teuer, dass man sich das null mehr leisten kann als mittelständiger, kleiner Betrieb, sage ich mal. Also ja, wenn man da nicht Kreislauf wirtschaftet, dann sieht es schon schlecht aus. Auf jeden Fall ist das schwierig für uns. Wir beziehen ja dann, sage ich mal, Jährsubstrat von der Biojahrsanlage und das ist jetzt nicht biologisch, also nicht zertifiziert. Und da geht das schon los, ja. Beißt sich die Katze in den Schwanz. Und das ist so ein bisschen das Problem, was uns jetzt von Bio abhält, wenn eine Teilfläche, aber wir hätten zum Beispiel und nicht das komplette Stroh, sage ich mal, verfügbar, um jetzt unsere Tiere auf Bio umzustellen. Also da müsste man, wenn wir unsere Tiere jetzt umstellen, dann muss natürlich alles umgestellt werden. Vom Getreide bis wirklich zum letzten Furz muss alles biologisch sein, dass das dann auch vernünftig wird. Ja? Oder man macht das halt nur auf dem Ackerbau, ist dann aber auch nicht so, so eine Parallelwirtschaft. Also man kann jetzt nicht konventionell Weizen anbauen und biologischen Weizen. Das ist dann bei uns jetzt schwierig umzusetzen, weil wir ja das dann auch nur geringfügig anders lagern können. Also wäre schon Sorte und Feldfrucht unterschiedlicher Art besser. Da denkt man drüber nach und wie es letztendlich kommt, da steht immer noch in den Sternen. Wir warten das jetzt noch ein bisschen ab. Phil ist nicht mehr abzuwarten und irgendwas passiert schon. Ja, man braucht halt mehr Standbeine, anders funktioniert es schon ja nicht mehr. Wir fahren ja nicht im Minus, aber von Jahr zu Jahr viel mehr Kosten, betriebliche sehen, Anschaffungskosten. Das war jetzt auf jeden Fall das kurze Bio-Thema. Also abgeneigt, nein. Da sind wir nicht von, aber wie man das weiter anpackt, das steht in der Frage. Je nachdem, was EU und unser Staat so vorgibt oder anbietet für neue Anregungen. Das ist halt alles nicht so einfach. Ne? Nee, aber was ist das noch? Ne? In der Zeit jetzt gerade ist sowieso alles ein bisschen, steht eh alles in den Sternen. Man schaut auf den Berg, aber man sieht halt immer noch nicht das Ende. Was da noch ist, weiß keiner. Das macht, denke ich, auch viele so ein bisschen kaputt im Kopf oder am dolle Kopfschmerzen. So, weiter jetzt hier noch. Ja. Seid ihr Jäger? Also, ich nicht, nein. Ja, ich bin Jäger, beziehungsweise Jagdscheininhaber. Also, ja, bin ich. Ja. Mach ich. Gut. Esse ich auch gerne und breche auch gerne auf. Mach mich den Pfoten dreckig. Was wird in Zukunft passieren? Na gut, das ist eine Frage. Hatten wir ja eben schon, wir gucken auf den Berg, wo man nicht weiß, was dahinter ist. Zukunftsplanung, Familie, das ist mir alles nicht, wahr? Ja, da kommen ja die tollsten Fragen. Bei YouTube wurde übrigens eine Frage gestellt, ob wir mal eine High-Waist-Jeans verlosen, ob wir sowas mal machen. Nicht nur einer, ja. Gefühlt unter jedem Video. So. Also grüße ihn da schon mal raus an diejenige Person, die das da so rausgehauen hat. Aber wir sehen ja, denke ich, nicht aus wie ein Klamottenladen oder C&A. Wir verlosen hier keine Klamotten. Ja, nicht, also auf jeden Fall keine High-Waist-Jeans. Nee. Da muss ich dich leider enttäuschen, Verfasser des Kommentares. Aber nein, das machen wir nicht. Somit haben wir das jetzt auch gleich noch. Gut. Ja, aber wir wünschen trotzdem Frohe. Ja, was in Zukunft passieren wird, kann man nicht schlecht sagen. Man kann ja nicht wirklich in die Zukunft gucken. Jeder hat ja so seine Pläne und Wünsche. Aber wie das umgesetzt wird, kann man nicht schlecht sagen. Genau, man muss dranbleiben. Seine Ziele halt verfolgen, seine Träume auch dran festhalten und nicht einfach immer runterfallen lassen. Das ist ganz wichtig. Ja, irgendwie wird es schon immer klappen und optimistisch bleiben hilft immer. Genau. Oh. Auch wenn es mal schlecht ist. Genau. Nach schlecht kommt immer gut. Aber nach gut kommt auch mal wieder schlecht. Ja. Und da muss man dann auch mal wieder an die guten Zeiten denken und da ein bisschen dran halten und hoffen. Und dann kommt man auf
besser über so eine Dreckszeit hinweg eigentlich. Mhm. Ja, das passt in jedem Lebensbereich, auf jedes Lebensmotto. Ja. Ja. Könnt ihr mal mehr Pferde zeigen und die Bienen? Ja, wenn ihr euch das wünscht, können wir ja mal versuchen, das in den Videos so einzubringen. Genau, genau. Ja, ist immer so ein bisschen so eine schwierige Sache, alles immer eben gut zu kriegen. Ja, manchmal. So. Wir gehen jetzt mal fort. Ja, unsere Kamera ist gerade ein bisschen abgeschmiert. Ja, die war wohl noch zu heiß. Ja. Sie läuft auf Hochtouren. Ja, also ja, machen wir ja noch mehr Zeilen vom Pferd und Biene. Ja? Wie es sich anbietet. Genau. Gut, Meinung zur MB Truck und Schlüter. Ja, zwei schöne Fahrzeuge auf jeden Fall, schöne Raritäten. Fährt bei uns hier nicht so wirklich rum. Vereinzelt sieht man mal einen MB Truck, aber so üblich ist das hier nicht. Also gearbeitet wird da schon gar nicht mehr mit hier, sage ich mal, weil es auch keiner besitzt. Ja? Darum habe ich da eigentlich so eine richtige Meinung nicht. Ich finde das schön, also im B-Truck, da kann man mich auch noch mit überzeugen. Schlüter, in Ordnung, dass sie fährt, aber ist jetzt nicht so der Trecker, wo ich mich mit beschäftige und wo da mein Herz schlägt. Ja. Fertig. Komplett fertig? Nee. Ach so. Da kommen noch ein paar. Noch ein paar. Na dann los. Beste Frage. Habt ihr viel mit Landwirtschaft zu tun? Nö. Eigentlich nicht. Na, ja. Doch haben wir. So, nächste Frage. Wird es in Zukunft Livestreams von euch auf YouTube oder Insta geben? Ja, also ist in Planung, würde ich sagen. Ich finde es schon ganz heiß. Ja, da scheitert es mal an der Umsetzung. Was heißt scheitern? Das wird passieren, bloß wann? Wird es dieses Jahr noch schaffen? Ist eigentlich angestrebt. Ja, mal sehen, ob wir das zu den Weihnachtsfeiertagen noch hinkriegen, aber ich sage einfach mal nein. Und wenn wir doch live kommen, dann kriegt ihr die Benachrichtigung bei Insta, bei YouTube, überall, denke ich mal. Ich meine, bei Insta kann man ja schnell mal live gehen. Ja, genau. Aber das wolltet ihr nicht. Die Mehrheit wollte ja ein Q&A. Naja, aber so 30% oder so wollten dann auch einen Livestream. Ja. Machen wir jetzt trotzdem, weil draußen ist jetzt nicht so viel zu tun. Also, das war auch Käse. Man hat jetzt mehr Zeit nach hinten hin, ja? Also wenn es jetzt eher dunkel ist, dann versauert man schon mal eher drinnen. Arbeit an sich wird auch ein bisschen weniger, aber Tiere und so sollen ja versorgt werden. Trotzdem, und immer mal fällt was an, ein bisschen Holz machen, mal ein bisschen Betonteile holen und alles in seiner Arbeit für zwischendurch. Ne? Das kommt auf jeden Fall. Ja. Die Frage ist bloß, wo jemand denn live? Bei YouTube sicherlich auch, ja, aber Geschehen wird sich dann wahrscheinlich auf Twitch abspielen. Weil das ja noch einfacher ist, weil wir dann auch mal zocken. Na? Ist ja die Plattform dafür, dann nutzen wir die natürlich. Vielleicht jetzt dann mal in Richtung Wilden Westen oder natürlich Landwirtschaftssimulator. Ja. Aber weil ich den Knall kriegen will und die ganze Zeit nur Landwirtschaftssimulator spielen, also kein Hate an die Leute, die das machen. Das Spiel ist affengeil. Auf jeden Fall. Und wir probieren das mal so ein bisschen. Aber da sind ja schon andere YouTuber, Gamer und die machen das, sollen so weitermachen. Wir gucken mal rein und vielleicht ergibt sich das, vielleicht auch nicht. Ja, aber wir sind sicherlich auch auf den einen oder anderen Kanal zu sehen, bei Twitch dann oder zu hören im Livestream bei Landwirtschaftssimulator. So, das war's dazu. Du holst immer so weit. Das ist schlimm, jetzt machen wir hier Pau ganz schnell. Seid ihr Wiedereinrichter? Also das Wort habe ich noch nie gehört. Ne, das kommt sicherlich aus der DDR. Also das, ich denke mal, das wird damit gemeint sein. Damals, wo die DDR halt kam, da wurden dann halt auch viele enteignet, also mit Flächenenteignung. Und es wurde dann zusammengeworfen zu einer LPG. Also da sind dann viele Bauern oder Landbesitzer dann eingetreten, je nachdem. Da gab es, glaube ich, 2 oder 3 Stufen, das weiß ich nicht ganz genau. Und auf jeden Fall, wo sich die DDR dann halt aufgelöst hat, wo die Wende kam, 89, 90, da konnten denn die Landeigentümer, Bauern ihr Land wieder zurückfordern, sage ich mal, und konnten ihren eigenen Betrieb dann so aufbauen. Das war bei uns teilweise so, weil wir nicht immer so mit Landwirtschaft, sage ich mal,
versehen waren mit der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Wiesen und sowas schon immer, weil immer Pferde da waren, auch ein paar Kühe. Aber so das richtige landwirtschaftliche Geschehen, das kam erst mit den Jahren. Vor allem so, ich sag mal, ja, lasst mich lügen, also 2013 ging es in Haupterwerb über. Und vorher waren dann schon knappe 80 bis 100 Hektar so auf dem Nehmerwerb zusätzlich. Mhm. So war's. Also, ja, ein paar Flächen damals sicherlich, aber im Großen und Ganzen jetzt erst. Ihr guckt, welche Flächen zur Verfügung stehen, welche zur Ausschreibung sind und. Zum Beispiel haben wir dann auch vom Landwirt hier aus dem Ort noch, von einem Erfahrenen, der jetzt älter ist und das jetzt, sage ich mal, nicht mehr so angeht mit der Landwirtschaft, aber immer noch voll dabei ist in der ganzen Szene, sage ich mal. Und so sind wir natürlich auch nochmal zu Flächen gekommen und ja, genau, Pachtflächen, Eigentumsflächen, je nachdem. Na? Gut. Ist es bei euch oder in der Nähe möglich, Ferien auf dem Bauernhof zu machen? An sich eigentlich nicht. Ne, wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht. Also man hat so ein paar Ferienwohnungen, mal eine Pension oder so, aber jetzt hier so die nächsten 10 Kilometer wüsste ich nicht. Nee. Ich denke mal, das ist mehr so in Touristengegenden, fein in Österreich oder so. Ja, ja, kommt immer drauf an. Ganz, ja, du bist halt wegkommen überall. Ja. Da, wo es halt schön aussieht. Bei uns sieht es auch schön aus, aber wir sind halt noch nicht. Noch nicht so das Touristikzentrum hier. Ja. Aber vielleicht. Wir haben ja einen Elbradweg und es wird von Mal zu Mal mehr, auch so, was das angeht. Kann man gespannt sein. Ja? Was ist euer Traumtrecker? Hast du denn einen? Ja, es gibt so schöne, es gibt so viele schöne Trecker, ja. Also fangen wir mal beim 8R an. Fand ich schon immer sehr gut. Wird nie auf unserem Hof laufen, außer wir gewinnen im Lotto. Xerion ist so richtig affentittengeil eigentlich das Teil, wa? Aber so richtiger Traumtrecker ist eigentlich nur der K700, ja, der Casimir, das Ding, also da kommt eine Stimme, der ballert da raus und ach, schön. Also Tim erzählt mir das ständig, dass ich ihm das schenken soll, bitte. Ja, also das ist auf jeden Fall so mein jedes Pferd, was ich geil finde, wo ich sofort sage, wir auf einstellen. Ja. Ich habe keinen richtigen Traumtrecker, aber so ein Fendt wäre schon nicht schlecht. Ne? Ja, bei Fendt bist du sowieso, wa? Ja, die finde ich schon echt schön. Das wäre schon ein cooles Ding. Die schreiben mal alle in den Kommentaren. Ja, die ist was gut ist. Ja, eigentlich. Fendt. Ja. Fendt, ja. Kannst mal reden. Fendt ist schön, auf jeden Fall. Top-Marke. Es gibt aber auch andere schöne Marken, ja, für die Fetischisten oder. John Deere ist auch cool und Klaas ist auch cool. Genau. Bei Klaas sind die Leute alle normal. Mit denen kannst du dich alle normal unterhalten. Wenn es in Richtung Fendt und John Deere geht, die Seite, knall. Und die gibt's nicht anderes mehr. Das ist wie PlayStation und Xbox. Ja, genau. Ja. Alle mal Harz fahren. Alle mal schön auf dem Brocken wandern. Barfuß. Und dann habt ihr noch mehr die Säulen. Wo seht ihr euren Betrieb in 5 bis 10 Jahren? Ist ja eigentlich jetzt so eine ähnliche Frage wie, was sind die Zukunftspläne? Mhm. Ja. Ja, kann man auch nicht viel zu sagen jetzt. Entweder man wächst oder man lässt es bleiben. Eigentlich ist man ja irgendwo, wenn man nur Familienbetrieb ist und nicht viel Angestellte hat, will man jetzt nicht weiter wachsen. Und wenn wir das so belassen, auf die Größe muss es dann halt auch schon den Obolus geben, dass man leben kann vernünftig. Wenn man sich das Unternehmen ausweiten möchte, man will mehr Mitarbeiter und, hat man ja je nachdem auch mehr Umsatz. Da kann man dran scheitern, kann man aber auch gut machen und je nachdem, weiß ich nicht, das ist so eine Frage, die kann man immer nicht beantworten. Der Hof soll immer noch so sein, wie er ist. Ja, alles umgänglich, alles super, wirtschaftlich, soll Spaß machen. Vernünftiges Ambiente und sowas eben, ja. Also soll jetzt hier kein Golfplatz draus werden. So. Hofführung und Maschinen vorstellen oder zeigen. Wir hatten ja eigentlich schon mal Maschinenvorstellungen gemacht mit ein paar von unseren Treckern und Mähdrescher zum Beispiel. Da könnt ihr einfach mal bei unseren Videos vorbeischauen. Ja, war eigentlich auch mehr ein bisschen allgemein gehalten. Es ist jetzt kein Let's Drive oder Vorführung, je nachdem.
wir können das vielleicht, bietet sich nochmal an, dass man dann in der Halle mal wirklich so durchgeht und nochmal ein bisschen alles zeigen. Aber man will immer nicht so viel versprechen, nachher machen wir es dann doch nicht und das ist dann alles ein bisschen blöd. Auf jeden Fall haben wir schon ein paar Videos, was Emmy gesagt hat und ich denke. Man muss ja auch sehen, dass es für alle ansprechend ist. Wir haben ja auch nicht nur welche, die nur auf Maschinen stehen, sondern zum Beispiel auch welche, die sich gerne die Tiere angucken. Und das wird dann für die ziemlich langweilig, wenn Tim jetzt nur die ganze Maschine erklärt. Ja, genau, genau. Also es, der Interessenbereich liegt nicht immer nur auf einem Thema. Und das ist zum Beispiel jetzt zwar schon Landwirtschaft, aber manche sind da doch, die driften schnell ab, wenn man zu lange da fachliche Sachen debattiert. Ja. Ja. Also das ist jetzt sehr gut, wenn man einen Kanal ist, der fachlich Landwirtschaft rüberbringt, immer mehr davon halt. Aber wir versuchen es halt für beide Seiten möglich zu machen, für alle. Genau. Warum kein Autopower? Ja, weiß nicht, ob das war sicherlich denn auf einen Trecker bezogen jetzt, auf, ja, auf unserem 6R. Wir hatten ja eine Vorführung mit dem 6140M und der hatte Autopower, unser großer Trecker hat das nicht. Ja. Eine Kostenfrage, ganz einfach. Und da jetzt dann auch in die Richtung, wo man dann sagt, brauchen wir nicht. Ja, das muss halt immer passen, immer stimmen. Sicherlich hat man immer irgendwo was dran, wenn man investiert, aber ja, für einen selber muss es Sinn machen und wenn man das nicht möchte, dann ist es so. Und darum jetzt kein Autobau. Finde ich aber trotzdem ein Top-Getriebe. Ne? Hat man auch seine Krankheiten, aber hat man überall. Bildet ihr aus? Also das Thema hatten wir ja schon mal. Tim dürfte ja ausbilden, aber machen wir ja zurzeit nicht und ist auch erstmal nicht in Planung. Genau, machen wir ja vorhin schon. Wie viele Maschinen habt ihr auf eurem Hof und wie viel Diesel verbraucht ihr so im Jahr? Liebe Grüße. Einiges, sage ich mal, an Maschinen. Also ich weiß jetzt nicht, was mit Maschinen alles meinte. Sicherlich alle, die nur Diesel verbrauchen. Das wäre jetzt Mähdrescher und dann vier oder drei bis vier Trecker. Der vierte Trecker, der läuft, also das ist ja unser Russe, das ist eigentlich unser Notnagel. Der fährt im Winter im Stall immer zum Strohpusten und so, aber das, der läuft ja nicht grundsätzlich volle 8 Stunden oder so. Das sind vielleicht 2 Stunden am Tag, 3 Stunden maximal. Und die anderen, ja, die laufen halt auch so, wie wir sie brauchen. Und sag ich mal, was im Jahr jetzt? Im Jahr. Mhm. Ja, gute Fahrer. Ne? 10.000 bis 15.000 Liter mit Muss. Aber das ist jetzt weit hergeholt. Das ist jetzt keine aussagekräftige Sache. Ne? Da müsste ich jetzt einfach mal gucken, wie viel Diesel wir bestellen. Daran sieht man es ja. Aber je nachdem. Und fährt man öfter so mal an der Tankstelle ran. Das weicht dann ab. Da müsste man die Rechnung auch alle mal mit einbeziehen. Ansonsten, ja, kann ich jetzt so aus dem Stegreif nicht sagen. Aber so ungefähr 10.000 bis 15.000 mit Muss. Gut, dann eine ähnliche Frage. Wie viel Diesel verbrennt ihr in einer Saat- bzw. Erntesession etwa mit allen Maschinen? Das ist auch immer so schwierig einzuschätzen. Na, 5.000 bis 10.000 Liter, denn je nachdem, was halt und wie das auch gemacht wird. Wie viele Bodenbearbeitungsschritte macht man nur 3, macht man nur 2, macht man 1, macht man direkt Saat, je nachdem. Wir probieren uns öfter schon mal aus, wie zum Beispiel mit der Zwischenfrucht, da mit Düngerstreuer, damit man da nicht so viel Zeit verliert und damit das dann auch ein bisschen wirtschaftlich bleibt. Ja, ein bisschen, das sind alles sehr grobe Zahlen heute wohl noch. Also. Sind Neuanschaffungen geplant? Hatten wir doch jetzt zigtausend Mal schon, oder? Ja. Ja, geplant, ja, auf jeden Fall, kommt auch. Nächstes Jahr, Anfang des nächsten Jahres, im Frühjahr. Und ansonsten, ja, immer zu. Na klar, je nachdem, wo man denn hin will mit der Landwirtschaft, welchen Bereich. Sei es in der Direktsaat, sei es bei der Drillmaschine. Drillmaschine kommt zum Beispiel. Lässt 2 Jahren mit, muss auch. Mähdrescher wird auch nicht für immer da bleiben. Das sind alles Sachen. Die Trecker bleiben bei uns auch kein Leben lang. Außer der MTS, na, der Russe, der Belarus, der wird wahrscheinlich immer da sein. Also wir dürfen irgendwann nicht mehr mit Verbrennungsmotor arbeiten. Dann nicht, dann wird es eine Rarität. Ein Oldtimer und dann kommt er ins Schaufenster. Vom Hofland. Aber wir lassen alles drauf, Dieselöl. Na klar. Klar. Ja. Kuhscheiße nur ein bisschen dran. Ja. Passt.
Okay, kommen wir zur letzten Frage. Wann du endlich mal deinen Vertrag eingehst mit Lachsmiley und tanzenden Männchen? Das kommt sicherlich in Richtung Karneval. Ja. Mhm, vom Faschingsverein. Nee, löse ich einfach nicht ein. Mach ich nicht. Fertig. Ne? Ich komme immer gerne zu jeder Veranstaltung, aber nicht mehr auf der Bühne. Ist ja jetzt eh ein bisschen durch Corona. Ja. Können wir es ja eh nicht. Ja, genau. Also das Springen. Utopische Summen für mich raus. Oh. Dann mache ich das natürlich. Oh? Nee, so. Das war's auf jeden Fall. Wir sind durch mit den Fragen, ja? Ja, das waren jetzt alle Fragen, die bei Insta waren. Die ihr alle so schön gestellt habt. Genau. Ja. Wenn ihr noch was wissen wollt, jetzt die Chance mal nutzen, rein in die Kommentare. Wir machen jetzt nicht nochmal ein Q&A, nicht gleich, sicherlich werden wir das irgendwann mal machen. Mal wieder, ja. Wenn sich die Fragen mal häufen und vielleicht auf YouTube der eine oder andere doch mal noch eine Frage hat und das in die Kommentare wirft, dann machen wir das. Genau. Ja, und somit wünschen wir euch auf jeden Fall schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Ja, bleibt schön gesund. Genau. Ihr hört von uns, auf jeden Fall. Die Frage ist bloß wann. Dies hier nochmal? Eigentlich ja. Ja. Eigentlich ja. Und dann ist es so. Genau. Ist ja nicht mehr lange. Judy. So. Alles klar. Und in diesem Sinne? Springe ich jetzt im Baum und dann können wir das Ding in den Müll schmeißen. Lieber nicht. Judy. Gut. Alles klar. Tschüssi. Macht's gut.